Extension und Intention von einem Typ. Zwei Begriffe, die häufig in Verbindung mit Typsystemen benutzt werden, gerade wenn sich das Ganze so auf theoretischer Basis abspielt. Ich habe dazu einfach mal einen Typ Auto gemacht, damit wir das ein bisschen nicht ganz so abstrakt angucken müssen. Und das steht deswegen in der Mitte, weil wir können jetzt sagen, die Intention stellen wir uns so ein bisschen nach oben vor. Und entsprechend geht unsere Extension so ein bisschen nach hier unten. So, ganz kurz gesagt, was ist das? Die Intention sind alle Merkmale, die den Typ eigentlich ausmachen. Und die Extension sind alle Objekte, die dann in diesen Typ mit reinfallen. Ich habe das deswegen in diese Richtung gemalt, weil wenn wir jetzt unsere Klassenhierarchie zum Beispiel hätten und nehmen wir ein Auto, wäre unsere Klasse, dann würden wir von Auto zum Beispiel ganz viele andere ableiten. Zum Beispiel Jeep, Porsche, was auch immer. Und die wären ja dann auch alle in irgendeiner Form ein Auto. Also ein Jeep ist ja auch ein Auto. Oder wenn ich vom Jeep irgendwas ableite, dann hier unten, das ist ja auch ein Auto. Die gehören alle also in diese Kategorie, dass sie auch ein Auto sind. Und jetzt ist aber noch die Frage, was definiert denn ein Auto? Zum Beispiel könnten wir sagen, ein Auto wird definiert durch die Funktion fahren. Oder die Funktion bremsen. So, wäre jetzt erstmal eine relativ einfache Definition. Das heißt, alles was fahren und bremsen als Funktion hat, ist ein Auto. Das heißt, wenn das hier wirklich zur Extension von diesem Typ Auto gehört, dann muss der eine Funktion fahren und eine Funktion bremsen haben. War es eigentlich auch schon, der Unterschied zwischen Intention und Extension. Die Intention gibt an, was sind die Kriterien, damit was in diesen Typ fällt. Und die Intention sind dann die ganzen Objekte, die da reinfallen in diesen Typ. Man soll sich jetzt hier nicht von der Klassenhierarchie, die ich vorher gemalt habe, hier irgendwie verwirren lassen, sondern es geht hier konkret um die Objekte, die da reingehören. Das war nur so ein bisschen bildlich gesprochen. Das heißt, eine Instanz vom Typ Auto ist ein Auto. Das heißt, es gehört zur Extension des Autos. So, und was wir nochmal kurz in dem Zusammenhang auch ansprechen können ist... Oh, jetzt ist er aber ganz schön leer hier unten, du. Wir haben jetzt hier zum Beispiel für uns gesagt, okay, die Intention besagt, dass Auto, alles was vom Typ Auto sein will oder alles was zur Extension von Auto gehören will, muss fahren und bremsen unterstützen. Was würde jetzt passieren, wenn wir die Intention, wenn wir die jetzt verkleinern? Zum Beispiel wir sagen, ja, bremsen muss gar nicht mehr benutzt werden, sondern wir müssen nur fahren implementieren. Das bedeutet automatisch erstmal, dass unsere Extension größer wird. Weil die Intention sind ja die Bedingungen für alle Objekte, die es auf der Welt gibt. Die Bedingungen dafür, dass es in die Extension fällt. Wenn die Bedingung kleiner wird, dann wird natürlich die Menge größer. Und wenn ich jetzt sage, gut, ich habe überhaupt keine Bedingungen, dann ist natürlich die Extension alles. Also, weiß nicht, male ich das jetzt so dann? Also, wenn ich keine Bedingungen habe, damit irgendwas irgendwas ist, dann ist alles dieses irgendwas. Sehr kompliziert gesprochen. Auf der anderen Seite bedeutet das, wenn wir jetzt hier irgendeine Eigenschaft verlangen und die und die und die, also mit anderen Worten, wenn unsere Intention immer größer wird, dann wird unsere Extension auch immer kleiner. Je mehr Bedingungen wir haben, desto kleiner wird sie. Und sie kann auch noch kleiner werden. So, je mehr Bedingungen, desto kleiner die Extension. Und je weniger Bedingungen, also je kleiner die Intention, desto größer wird die Extension wieder. Das sollte man sich nur so merken, dass das so in diesem Verhältnis steht.